Übermorgen ist Sonnenfinsternis und alle Sophie-Brillen sind ausverkauft. Da ist guter Rat teuer, oder nicht? Um dieses Gypsoskop zur Sonnenbeobachtung zu bauen, brauchen wir ein paar einfache Dinge aus dem Haushalt. Eine Gipsrolle, schwarzes und weißes Tonpapier, Schere, Bleistift, Klebeband, Kleber, ein Zentrierwinkel, wenn vorhanden, ein Bohrer, wenn vorhanden, ein Hammer, Anreißwerkzeug und Wäscheklemmerchen. Der Bohrer hat 1,5 mm Durchmesser. Zuerst markieren wir die Mitte der Dose, des Dosenbodens, mit dem Zentrierwinkel, wenn vorhanden. Das muss nicht wirklich exakt sein, sieht aber schöner aus. Um den Dosenboden nicht einzudellen, stütze ich ihn mit einem Stück eines Pfahls ab und körne die Bohrstelle an. Und mache die 1,5 mm Bohrung. Als nächstes benötigen wir eine Pappscheibe mit knapp dem Durchmesser der Dose, damit das nachher in den Plastikdeckel reinpasst. Das schnippeln wir fix aus und kleben es in den Dosendeckel ein. Das gibt die Projektionsfläche, auf der wir das Abbild der Sonnenscheibe beobachten können. Die Dose bekommt für das Beobachtungsfenster einen Einschnitt, 6 cm tief, 4 cm breit. Das geht am besten mit einem sehr scharfen Wellenschliffmesser. Vorsicht, Verletzungsgefahr. Und durch dieses Fenster können wir dann die Projektionsfläche betrachten. Schauen also bei der Beobachtung immer weg von der Sonne. Deshalb geht das auch mit kleineren Kindern gut, die, wenn sie gegen die Sonne schauen, würden mit Filtern oder anderen Mechanismen eventuell das zweite Auge nicht zubekommen oder daneben vorbeischauen. So, jetzt brauchen wir noch einen 20 cm langen Streifen aus dunklem Pappkarton. Der dämpft die Reflexionen innerhalb des Tubus ein bisschen. Die Pringles-Dose ist innen ja silbern und wirft das Licht zurück, damit es insgesamt dunkler wird und damit das Bild auch kontrastreicher wird. Kommt ein bisschen von diesem dunklen Karton innen hinein.
das Ganze schön versäubern und zum Trocknen mit Wäscheklammern fixieren. Zur Stabilisierung noch ein bisschen Klebeband drauf. Nach dem Trocknen abnehmen und damit sind wir schon beinahe fertig. Projektionsfläche aufsetzen und diese mit zwei Klebestreifen fixieren. Sollte das Licht durch den Dosendeckel hindurch scheinen, dann kann man auch mit einem Stück Klebeband den Dosendeckel noch von unten lichtdicht machen. In dem Fall also einfach ein schwarzes Quadrat unten auf die Projektionsfläche kleben von unten. Und so sieht das fertige Gypsoskop aus. Die Benutzung ist absolut sicher. Man schaut weg von der Sonne. Das Bild steht wie bei jeder Lochkamera auf dem Kopf. Das heißt, wir sehen das Bild, das wir am Himmel sehen würden, umgekehrt hier auf der Projektionsfläche.